Die 12 zum Gruße. Wir befinden uns wieder bei Drakensang am Fluss der Zeit. Und jetzt wollen wir wieder mal ein paar kleinere Kämpfe gegen die ehernen Wächter führen. Es stehen noch zwei aus. Einmal hier das Element des Erzes. Und dann noch ein weiterer. Da müsst ihr aber überlegen, welches ist. Fordern wir doch zuerst mal den Element des Erzes raus. Ja. Und zwar, indem wir Kuano direkt zum Siegel schicken. Wir wissen ja, dass wir die Elemente nicht besiegen können, solange sie noch am, solange das Siegel noch nicht eingesetzt ist. Und Feieris wird uns hier mal mit einer neuen Kreatur unterstützen. Mhm. Macht durch Überzahl. Versuchen wir einfach mal. Borgrim darf man mit der großen Axt zuschlagen. Und Venter probiert es mit einem Kugelblitz. Ich mach. Alles in allem sollte der Gegner definitiv. Das Eis ist erfüllt von Dunkelheit und Kälte. Entfesselt fügt es jedem Widersacher tödliche Wunden zu. Ja, jedenfalls sollte das kein Problem sein, den Gegner zu besiegen. Denn das haben wir des Öfteren schon geschafft. Weiche! Gleichwertige Gegner wie ihn hier in kürzester Zeit niederzuringen. Ich bin auch recht zuversichtlich. Unsere Krabbe hilft auch mal mächtig mit, auch wenn sie noch keinen guten Schaden gemacht hat. Darum geht's auch nicht. Sie soll den Gegner vor allem davon abhalten, die wichtigen Kämpfer anzugreifen. In diesem Fall die, die mit Magie um sich werfen und dementsprechend Schaden bewirken können. So. Und das Tolle ist, dieses gebrochene Siegel, das heißt diese Monolith, nenne ich ihn jetzt mal, dieser Monolith schießt auch auf diesen Element des Erzes, was das Ganze nochmal beschleunigt, wie gerade gesehen, echt schön. Du hast das fünfte Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum letzten Siegel. Bis jetzt war es ganz einfach. Naja, nicht ganz einfach, aber es war alles überschaubar und machbar. Die Frage ist natürlich jetzt, ob bei dem letzten Siegel ein stärkerer Gegner wartet. So als Hinweis, letztes Siegel, hier wirst du wieder herausgefordert. Da möchte ich mich mal überraschen lassen. Vielleicht denken sie sich aber auch, ja, sechsmal die gleiche Aufgabe erfüllen. Vielleicht ist der Gegner so an sich ja auch stark genug. Andererseits, man muss ja auch irgendwie hier wieder rauskommen. Das heißt, wenn man hier zu schwach reingestartet sein sollte, sollte man ja auch irgendwie doch noch eine Chance haben, durchzukommen. Oh, Glück gehabt, ich wäre fast reingelaufen. Da ist eine Falle. Ohne dass man das ganze Abenteuer oder den zweiten Abschnitt von Filiasons Geheimnis nochmal spielen zu müssen, irgendwo einen alten Speicherstand rauskramen, das wäre echt ärgerlich. So, was haben wir hier denn? Münzen, Leuchter, Haarspangen und ein bisschen Blattgold. Und die zweite Truhe versteckt für uns ein paar Münzen und ansonsten nur Krimskrams, den ich nicht haben möchte. Gut, ich habe ja auch keine weitere glitzernde Truhe gesehen, das heißt, wir sind in dem Sektor fertig und kümmern uns jetzt mal um den nächsten Ehrenwächter. Dies ist das Siegel des Erzes. Uns ist das Symbol für Härte und Ordnung. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die Ehrenwächter bezwingen. Genau, und das ist der Hinweis. Man muss diesen Monolithen mit einer Sphäre füllen und danach kann man erst die Wühlschreite bezwingen. Wie schon so oft gesehen von uns, fangen wir einfach mal an. Ein Kugelblitz, ein Wuchtschlag. Kuano läuft durch und Feieris schießt. Da ich hier wiederum keinen großen Sinn sehe. Doch so wie es Verbündete trägt, so reißt es seine Feinde mit Unbedingt.
Beutschlagen beben in felsige Tiefen. Ja, so wie ich keinen Sinn drin sehe, hier jetzt mit Fyris mit großen Pfeilen schießen zu lassen. Da das eine für mich eine Ressourcenverschwendung ist an Pfeilen. Und ich habe so langsam das Gefühl, die gehen uns peu à peu immer wieder aus. Vorgrim, weiter so. So viel zum Thema weiter so. Vorgrim, das da musst du besser hinkriegen. Ja, blitzen wir den mal weg. Und Vorgrim gleich nochmal mit einem schönen Wuchtschlag, sobald er sich ein bisschen ausgeruht hat. Ja, oder wir lassen einfach Venter noch ein paar Kugelblitze werfen, am besten in die Ecke. Wenn die Krabbe nämlich stirbt, kann ich mir eine neue rufen. Wenn einer von den anderen sterben sollte, wieder erwarten, gehen wieder Ressourcen drauf. Zum Beispiel Verbandsmaterial, was die Fyris wieder verbrauchen müsste und so. Das muss ja alles nicht sein. Ja, töte ihn, Krabbe. Sehr gut. Du hast das sechste und letzte Siegel gebrochen und somit auch den Kreis der Elemente. Das Portal des Drachen steht dir nun offen. Bürger, Gesandter des Schicksals. Super. Wir haben es geschafft. Wir können zwar nie in die Seitentüre reingehen, aber es muss ja auch nicht sein. Das würde ja nur weitere Schätze aufwerfen oder die Enttäuschung, dass da keine sind. So, dann schauen wir mal. Oh, ist das der letzte Kampf? Gibt's doch einen Schlussgegner für diese ganze Phase? Das ist ja interessant. Okay, dann ist es doch kein Schlusskampf. Hallo, eherner Wächter. Der Kreis der Elemente, er ist gebrochen. Das warst doch du, nicht wahr? Verzeih, aber ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss auf dem schnellsten Wege zum Löwentor, einem entrückten Torwaller in einer Schlacht gegen die namenlose Horden, gegen die namenlosen Horden beistehen. Na schön. Du musst nur durch das Portal des Drachen treten. Es wird dich zu deinem Ziel bringen. Hab Dank. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich fürchte, das wirst du erst herausfinden, wenn du hindurchgehst. Aber was? Dort? Etwas kommt durch das Portal. So. Hordenkrieger, na super. Die Wesen, die wir eigentlich hätten draußen bekämpfen wollen, müssen wir jetzt hier drin bekämpfen. Fyris, kümmere dich drum. Du kannst das so gut. So, Vorgrim, du kannst es auch immer so schön. Wano, da ist dein Gegner. Na, das Schöne ist, wir kriegen für die noch Erfahrungspunkte. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich viel kämpfen müssen, dass, da sind ja echt nur vier. Da müsste ich doch gleich mal sagen, für einen Schlusskampf war das eher wenig. Von da kommen, wo du hin willst, ist dein Freund sicher dankbar, wenn du dich beeilst. Leb wohl, Gesandter des Schicksals. Ja, leb wohl, eherner Wächter. Aber bevor ich hier weglaufe, guck ich mal. Drachenzahnkeule. Steigert den Mut.
So, so. Wer hätte gedacht, dass wir sowas Tolles bei einem, Ordenkrieger finden? Rabbe, du stehst leicht auf dem Zielgebiet. Ah, okay. So, ihn hatten wir. Ich bin mir fast sicher, es waren vier. Hell, haben wir ihn gefunden. Ah, er war es noch. Sehr schön. Ah, das Drachentor. Das Portal des Drachen. Schreiten wir hindurch. Und jetzt? Ja, ich hätte jetzt eigentlich eine Cutscene erwartet, aber okay. Und genau zur rechten Zeit. Krieger Tishianas, zu mir! Ja, okay. Wir kommen gleich, Torvaler. Lass uns doch zuerst mal hier ein bisschen an Wertgegenständen einsammeln, wenn ich doch schon mal hier bin. Was anstellt. Also, solche Vasen und Fässer und was auch immer, die sind immer so enttäuschend. Denn eigentlich findet man nichts von Wert. Ja, Sandstein. Schick. Oh, das sieht aus wie eine... Ja, das ist eine Kiste. Was ist passiert? Ich war an einem sonderbaren Ort, den Hallen des Vergessens. Dort habe ich erfahren, dass euer Amulett womöglich ein Teil des Sternensteins ist. Einem sagenumwobenen Artefakt. Es sollte euch also wahrhaftig Schutz bieten. Auch musste ich erst einen Weg zu euch finden. Verzeiht, mein Hochkönig. Nun, jetzt seid ihr ja hier. Macht euch bereit, den Feind so lange in Schach zu halten, bis der Obelisk des Pyr bereit ist. Wir können auf diese wichtige Verteidigungsanlage nicht verzichten. Wir brauchen mehrere Kristallsphären, um die Kräfte des Obelisken zu entfesseln. Durchsucht die besiegten Feinde nach ihnen. Als ich auf dem Schlachtfeld eintraf, sah ich, wie diese Bestien einige davon an sich nahmen. Bei Fexch, ein kleiner Piekser in den Allerwertesten wäre vielleicht wieder normal. Ob das so eine gute Idee ist, wenn es wirklich eine Art Fluch ist? Wir sollten... Es fängt an, meine Freunde. Heute ist der Tag, an dem die namenlose Horde zurückgeschlagen werden wird. Für Tishiana! Ja, für Tishiana. Bemühen wir uns doch mal redlich, den Feind entsprechend in die Schranken zu weisen. Und das am besten ohne allzu viel. Bei dir muss ich mal ganz sicher gehen, dass du noch Brandpfeiler hast. Ja, so stelle ich mir das vor. So ist besser. Jetzt hat sie wenigstens wieder Munition. Und mit der Munition kann sie dann auch gleich mal den Feind einäschern. Oder noch besser, sie stärkt erstmal sich selbst. So, der erste ist weg. Ja, Vorgrim ist beschäftigt. Oder ist er nicht? Nein, ist er nicht. Bestens, Vorgrim, genauso habe ich mir das vorgestellt. Schnapp dir doch mal bitte den Anführer. Der gibt dir mit seiner komischen Aura allen Feinden nochmal einen Boost. Das muss nicht sein. Alles Sachen, die wir so nicht gebrauchen können.
Und du hilf mal vor, Grimm, indem du den Hordenanführer da mit zwei Pfeilen traktierst. Ah, sehr schön. Das Ganze sollte jetzt ein Ticken leichter werden. Dieser verwünschte Hauptmann, wir müssen sie weiter aufhalten. Der Obelisk ist noch nicht bereit. Doch wir haben bereits eine der Kristallsphären für den Obelisk. Okay, so wie es aussieht, ist unser Auftrag, die Wellen zurückzuschlagen, um die Obelisken zu kriegen. Ja, dann sollten wir weitere Kristallsphären sammeln, bis der Obelisk bereit ist. Ein guter Plan. Je mehr Kristallsphären, desto besser. Denn wir können mit jedem Kristall nur eine der Kräfte des Obelisken entfesseln. Wir sollten also weise wählen, welche seiner Kräfte wir nutzen wollen. Macht euch bereit, die nächste Angriffswelle naht. Dort kommen sie aus ihrem Loch gekrochen. So. Ah, sieh mal an. Okay. Da sind Einlassungen. Und jede scheint was anderes zu bewirken. Das ist ja genial. Da muss man erstmal drauf kommen. Blitze auf Kasak schleudern. Okay. Angriffskraft der Heldengruppe steigern? Eher nicht. Nachschubwege für Oger und Anführer abschneiden. Aha, aber nicht für die normalen Truppen. Ob ich hier auf der Seite gucken kann? Ja. Heilaura für die Heldengruppe. Eingeschlossene Truppen befreien. Und Rüstung von Kasak schwächen. Und eine Sphäre haben wir. Das ist nicht viel. Gut, versuchen wir unser Bestes und tun ihnen das Schlimmste an, was wir können. Ja. Oh, einmal angreifen. Und Feiris, du unterstützt. Stützt jetzt einfach mal den Vorgrim, weil er in die erste Reihe muss. So, hier machen wir noch einen Doppelschuss mit einem Kugelblitz als Unterstützung. Ja. Und einmal anstechen. Was? Und hier machen wir einen Wuchtschlag auf den. Das sieht doch echt gut aus. Das Ganze scheint gut zu funktionieren. Wir kommen gut durch die feindliche Verteidigung. Im Moment bin ich noch ziemlich zufrieden. Ja? War ihr! Ah, hier, Boano hat leider ein bisschen viel abgekriegt. Auf den Hordenanführer. Ja. Ich glaube, das ist die bessere Variante, den Hordenanführer zuerst zu vernichten. Da er für die Truppe, die er führt, einen Boost bedeutet. Eine zweite Kristallsphäre, sehr gut. Ah, für jeden Anführer kriegen wir sowas. Es scheint, als würden die Anführer sie als Beutestücke bei sich tragen. Achtung! Was? Gut zu wissen. Kuano, was könnte ich mit dir jetzt noch anrichten? Du greifst dir am besten einen von den Kriegern, mit denen bist du noch fertig. Was? Und Venter und Vorgrim, ihr wendet euch gegen den Oger. Ja,
wir haben die ersten 100 Punkte weg. Das ist super. Ja. So, Vorgrim. Hilf mir bitte Venta, das da kann mich nicht so laufen. Dafür kriegt der Oger noch mal ein paar Sterne ab. Und wenn es geht, noch mal Doppelschande. Venta, kein Unsinn machen, du bist kein Nahkämpfer. Beim besten Willen nicht. Pyrus. Ein Pfeil ganz normal darüber schießen. Vorgrim müsste auch... Oh ja, der Ogre ist weg. Vorgrim müsste bald auch durch sein mit seinem Gegner. Und da ist noch so ein Hordenschütze, dem könnten wir eigentlich auch noch eins auswischen. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, die Anführer auszurauben. Heiltrank, sehr gute Idee gewesen. Kiste. Na toll, da kommen sie schon. Münze, Blattgott. Alles wertvolle Sachen. So, hier stoppen wir sofort den Anführer, sobald wir ihn zu Gesicht kriegen. Da ist er. Nochmal Anführer. Ja. Vorgrim, Anführer. Und Pyrus, Anführer. Okay, Venta, du musst dich jetzt selber schützen. Na? Vorgrim, das solltest du mit dem nächsten Treffer schaffen. Du hilfst Venta und Pyrus. Schütze dich selbst. Oh ja, der Anführer ist besiegt. Pyrus ist in Gefahr. Pyrus. Nein, zuerst trinkst du einen Heiltrank. Das war gut. Jetzt stellst du dir eine Krabbe hierher. Venta, beschütze sie. Kuano, beschütze Venta. Und Vorgrim, kämpft, das ist gut. Oh, Backe. Pyrus, trink noch einen Heiltrank. Ach, kommt schon. Was? Dieser verdammte Krieger. Ja, Venta, da bist du nicht mehr ganz unschuldig. Dein Kugelblitz war wieder zu schwach. Und sie ist doch so wichtig für die Mannschaft. Es scheint, als hätten wir einen Moment. Was? Oh ja, das werden wir. Pyrus zum Beispiel wird sich jetzt erstmal heilen. Den hatten wir abgesucht. Da vorne Hordenanführer. Da müssen wir hin. Gute Sachen. Ah, der Ogre hat nicht so viel. Jetzt bin ich mal wieder im Pausenmodus. Teilen. Okay. Warum mache ich das? Ganz einfach, diese 6 sollen nochmal zu ihm hier. Bei Pyrus reicht es eigentlich, dass sie ihre Einbeersäfte hat. Oh, da ist noch ein Anführer. Oh, hat auch nichts.
Okay. Möglicherweise findet sich noch etwas zwischen den Trümmern oder den Gefallenen, was uns im Kampf nützen könnte. Doch beeilt euch, viel Zeit werden sie uns nicht lassen. Ja, ich merk's schon. Brötchen, Nüsse, Krieger absuchen. Münzen, sehr gut. Nichts. Hört ihr das? Es kommt. Das muss wieder gefürchteter Zack sein. Oh, wenn der näher kommt, dann laufe ich erstmal weg. Okay, vielleicht hätte ich jetzt noch ein bisschen plündern sollen. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir erledigt. Wir ziehen uns mal schnell zurück. Bis hierher. Pause rein. Und der Kampf geht weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.